Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir unter Windows Vista die Last Access Funktion ausschalten können. Und zwar, wann immer wir eine Datei mit unserem System benutzen, also zum Beispiel ein Dokument geladen wird, dann wird in den Dateinamen ein Stempel reingeschrieben, aus dem hervorgeht, wann wurde die Datei zum letzten Mal angefasst, wann wurde dieses letzte Mal verändert. So, und in der Regel brauchen wir dieses Feature nicht, es sei denn, Sie benutzen eine andere Software, die, sage ich jetzt mal, Incremental Updates durchführt. Zum Beispiel, Sie haben 100 Dateien auf der Festplatte D und 102 Dateien auf der Festplatte C und Sie wollen Updates machen von C nach D, aber Sie wollen nicht eben unbedingt die Holzhammer-Methode anwenden, indem alle 102 Dateien rüberkopiert werden, auch wenn das jetzt in dem Beispiel jetzt nicht unbedingt so die Zeitersparnis ist. Sondern Incremental Updates würden hingehen und sagen, ich kopiere nur die Dateien, die sich verändert haben seit dem letzten Update bzw. Backup. Ja, und für solche Software, die braucht natürlich den Stempel, um zu erkennen, die Datei, ich sage jetzt mal Steuer 2008, die liegt schon auf dem Zielserver, aber in einer alten Version mit einem alten Zeitstempel. Also kopiere ich die Datei rüber und zum Beispiel die nächste Datei, die ist schon vorhanden, hat auch denselben Zeitstempel, da hat sich nichts getan, die wird dann nicht rüber kopiert. Ist also ein bisschen effektiver. Also wenn Sie solch eine Software nutzen, dann dürfen Sie das natürlich jetzt hier nicht ausschalten. Wenn Sie solch eine Software nicht nutzen, und das ist der Regelfall, dann können Sie diesen Zeitstempel, dieses Feature problemlos ausschalten. So, wir klicken auf Start und geben ein Regedit Exe. So, und da suchen wir auf der linken Seite nach Haki Local Machine. Dann als nächstes System. Dann als nächstes Current Control Set. Dann als nächstes Control und als letztes File System. So, und dann haben wir auf der anderen Seite NTFS Disable Last Access Update. Da ist es. Und diesen Wert setzen Sie auf 1, wenn er nicht bei Ihnen schon auf 1 steht. Bei mir steht er jetzt hier schon auf 1. Einfach einen Doppelklick auf Disable Last Access Update. Dann kann man den Wert problemlos ändern. Also bei Ihnen steht da eventuell eine 0. Schreiben Sie eine 1 rein und drücken einfach auf OK. Und das war's dann schon. Okay.